Hallo und herzlich willkommen hier bei The NASA Let's Play. Wir beginnen mit einem Let's Play von Call of Duty Modern Warfare 2. Ein sehr beliebter Shooter mit guter Grafik und allem drum und dran. Ja, ich hoffe, es wird euch Spaß machen. Ist mein erstes Let's Play. Mal sehen, wie es wird. Der Frischling, Sir. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Sakajew. Imran Sakajew. Mein Blut an ihren Händen. Delta 1 X-Ray, wir haben einen Raketenstart. Wiederhole, wir haben einen Fünf Jahre später. Also, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Sehr gute Qualität. Jetzt hier im Ladebalken. Je mehr Dinge sich verändern, desto mehr bleibt gleich. Okay. Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Wir haben mit den Russen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Und ich dachte, wir wären das. Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund. Das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. Jeden Tag die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Grube, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Na, dann hoffen, dass wir der Beste sind. Willkommen zu Abdrücken für Anfänger. Private Allen gibt uns jetzt eine kleine Vorführung und zeigt uns, wie das gemacht wird. Nicht so ungut, aber ich sehe schon jede Menge Leute hier aus der Hüfte feuern und ziellos um sich ballern. So verfehlt man nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Private Allen, zeigen Sie ihnen, wovon ich rede. Ah, wir sind wohl Private Allen und wir sollen... keine Zielvorrichtung benutzen. Okay. Ich will noch was klarstellen. Feuern Sie aus der Hüfte. Nein, die steuern nicht umkehren. Die Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. Naja. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Erst ducken. Dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. Also, ja gut, C ist jetzt hier zum Ducken. Wer es nicht
Okay. Fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Nach Laden. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. So, durch die Wand schießen. Ah, oh, warte, so, so. Zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Okay, hier sehe ich schon die Granaten. Nehmen Sie die Splittergranaten vom Tisch. Mit einer Granate kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. Ach so, also habe ich schon welche. Ja, gut. Also das rollt ja bergab, glaube ich. Ja. Ich glaube zu doll, oder? Ja, gut, geht. Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Geile Grafik. Das sollte man beim Werfen bedenken. Gut. Danke für die Hilfe, Private Allen. Kein Problem, doch. General Shepard will sehen, wie Sie den Kurs bestehen. Also dann. Wer will zuerst? Ja, erstmal hier durch die Meute rennen. Also geht hier ganz lässig zu. Schon, ja, schön Warnung und so. Das ist wohl der Testgraben wie in vielen Call of Duty Teilen. Willkommen in der Grube. Ich habe gehört, General Shepard will einen Schützen aus unserer Einheit für einen Spezialeinsatz. Er beobachtet uns von oben. Gut, jetzt zum Gewehrwechsel. Gut, jetzt wieder die Pistole nehmen. Gesehen, wie schnell das ging? Nicht klar. Vergessen, zur Pistole zu wechseln ist schneller als nachladen. Für die Kameras lächeln und treffen. Shepard schaut zu. Okay, mal sehen. Die ACR ist ganz lustig. Ja, gut. Okay, gehen Sie rein. Die Zeit beginnt mit dem ersten Ziel. Okay. Ja, leck mich, geht viel schneller so. Also mit dem Messer kämpfen, also hier erstmal nur Puppen zerstören. Ja, lass mich vorbei so. Man will ja nicht die Kinder. Nein, lass mich doch vorbei. Na. Jetzt durchsprinten! Wie, ich hab einen Typen verfehlt. Naja, nö, ich bleib mal so. Dann gehe ich mal hoch. Was ist denn hier los? Wurden wir wohl angegriffen? Boah. Das schon mal zur Grube? US Army Rangers. Hier wieder am Ladebildschirm, auch ganz stylisch. Wir sind die mächtigste Militärmacht in der Geschichte der Menschheit. Jeder Kampf gehört uns. Weil das, was hier passiert, drüben zählt. Wir werden das nicht aussitzen. Die Beherrschung der Techniken moderner Kriegsführung macht den Unterschied zwischen Gedeih und Verderben eures Volkes. Wir können euch keinen Frieden geben, aber wir können euch zeigen, wie ihr ihn herbeiführt. Und das, meine Freunde, ist mehr wert als eine ganze Armee aus Stahl. Sicher ist es wichtig, wer die größte Keule hat, aber viel wichtiger ist es, wer sie schwingt. Das ist logisch. Dies ist eine Zeit für Helden. Eine Zeit für Legenden. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. An die Arbeit. Jawohl, Sir. Oh, wir liegen am Boden. Die Ranger sind dann wohl wir. Wir stehen unter Beschuss. Ja. Also ich muss schon sagen, das ist echt cool so. Die
Nur, ich muss noch ein bisschen mit dem Granatenwerfer üben. Guck, ich hab doch da drauf gezielt. Au. Panzer 2-1, hier Devil 1-1. 2F-15 Jäger. 1,5 Meilen. Bereitschaft bei 3 Sierra. Nordwesten, Gebiet Knife. Ladung 2 J-Dams und 2 Harms. In Bereitschaft. Devil 1-1, sie ist ein weißes 12-öffiges Apartmentgebäude. Plattformer 2521 gepanzert. Gebäude muss zerstört werden. Okay, jetzt sind auf der Brücke welche. Also wir müssen hier wohl die Brücke verteidigen oder so. Beziehungsweise einnehmen. Sorry, wenn es mal leckt, das muss ich noch kriegen. Ja, da ist rein da. Yo, MG, also... 10 Sekunden. Wow, da ist das Gebäude in der Luft. Jetzt fahren wir wohl gleich los. Ja, also ich kann ja nur so Abschnitte von 10 Minuten machen. Also wir sehen uns denn beim nächsten Mal. Naja, also ich weiß jetzt nicht, also soll ich jetzt die Mission, also die Mission geht ja glaube ich noch relativ lange. Also ich weiß nicht, ob ich da abbrechen kann. Naja gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, machen denn hier an der Stelle weiter. Bis dann, ciao.